Auch am Donnerstag bildeten sich lange Schlangen vor dem Eingang des Zoologischen Gartens in der City West. Die Besucher strömten, trotz der Entscheidung, die am Dienstagabend nur ein paar Meter weiter im Verwaltungsgebäude gefällt wurde. Der 2014 auslaufende Vertrag mit Bernhard Blaskiewicz wird nicht verlängert. Er ist nicht zukunftsorientiert und er bildet sich noch ein, so wie im 19. Jahrhundert, jetzt weiter, als der Zoo mal eingerichtet wurde. Nicht nur die Berliner sind offensichtlich erleichtert über das Ende der Ära Blaskiewicz, sondern auch die Politik. Die Liste der Vorwürfe gegen den 59-jährigen Biologen ist lang, von dubiosem Tierhandel bis hin zu Tierquälerei. Es hat sich doch einiges aufgestaut beim Thema Blaskiewicz. Jetzt Frau Töne kam noch dazu, dass sie gesagt hat, letztlich ziemlich klar gesagt hat, das geht mit Herrn Blaskiewicz in der Kooperation gar nicht zusammen im Vorstand. Es ist relativ viel aufgelaufen. Ich bleibe dabei, er hat mit viel Herzblut seinen Job ausgefüllt und tut das auch heute noch. Aber er ist eben ein Stück weit aus der Zeit gefallen mit den Methoden, mit den Inhalten. Und deswegen ist es gut, jetzt diesen inhaltlichen, personellen Neuanfang hinzubekommen. Mit dem Abgang von Blaskiewicz muss nun auch ein neues Konzept für Zoo und Tierpark her. Vor allem der Tierpark fährt seit Jahren Verluste ein und wird im Gegensatz zum Zoo mit 6 Millionen Euro vom Senat unterstützt. Ich kenne den ja noch nicht, war nur einmal da, aber so wie ich das immer gehört habe, bringt das nichts. Das ist viel zu groß und die müssen was für die Kinder machen, für Erwachsene. Die müssen so einen kleinen Park daraus machen, so einen Vergnügungspark. Was müsste sich ändern? Er müsste attraktiver werden. Andere Zoos machen uns das vor. Bei besserem Tierzustand. Ja. Und warum soll man Jutet nicht nachmachen? Ja. Könnte sein, dass man ein bisschen lebendiger die Sache macht, weil ja der Platz im Tierpark da ist. Der Zoo ist sehr voll natürlich. Aber für diese Freizeitgestaltung eben à la Funpark möglicherweise eben wäre der Tierpark sehr gut geeignet. Und das fordert auch die Politik. Ein schlüssiges Konzept, auch im Interesse der rund 27.000 Tiere der beiden Einrichtungen. In den nächsten Jahren wirklich einen großen Wurf wollen, dann muss uns allen klar sein, müssen wir auch viel Geld in die Hand nehmen. In Leipzig hat man rund 100 Millionen Euro für dieses neue Erlebnisland investiert. Und wir sind bereit zu investieren als Land Berlin. Wir sagen auch, pro Jahr kann es 5 bis 10 Millionen aus dem Landeshaushalt geben. Aber es muss dann auch ein tragfähiges und auch wirklich schlüssiges Konzept geben für beide Einrichtungen. Ich würde tatsächlich mit dem Konzept anfangen. Wie sieht das aus? Wir schlagen ja vor, Klasse statt Masse auch im Tierpark zu machen. Es gibt zahlreiche Zoos in der Bundesrepublik Eberswalde, Leipzig, die eben gute neue Konzepte umsetzen, damit auch Besucher und Besucherinnen anziehen und eben auch tiergerechte Konzepte anbieten. Ich glaube, da lässt sich vieles machen. Es wartet also viel Arbeit auf die neue Führungsriege des Zoos und des Tierparks, damit nicht nur vor dem Zoo die Besucher Schlange stehen.